Herzlich willkommen zu unserer Sendung Hoffnung um 12. David sagt im Psalm 145, Vers 18 und 19: Der Herr ist denen nahe, die zu ihm beten und es ehrlich meinen. Er geht auf die Wünsche derer ein, die voll Ehrfurcht zu ihm kommen. Er hört ihren Hilfeschrei und rettet sie. Komm mit aufrichtigem Herzen zu Jesus und sag ihm deine Not. Er will dir helfen. Ja, er will dir helfen. Drum haben wir auch diese Sendung Hoffnung um 12 aufgenommen und sie für dich jetzt wollen wir sie präsentieren. Hoffnung um 12. Wir wollen dich ermutigen heute mit dem Thema Deine Last und die Lösung. Lass uns dein Gebetsanliegen wissen auf gebet@missionswerk.de, im Chat oder auch am Telefon bis 13 Uhr. Deine Last und die Lösung, das sind große Worte und du sagst, ja Last, du liebe Zeit, so viel Last, die ich zu tragen habe. Du brauchst sie nicht zu tragen, du kannst sie wirklich loswerden. Da möchte ich ein paar Sätze darüber loswerden. Ganz besonders möchte ich mich darauf konzentrieren, die Last, die auf dir liegt, weil du irgendwo mal Fehler gemacht hast, vielleicht in der Erziehung oder in der Ehe oder irgendwo in der Vergangenheit mit den Kindern oder in der Familie. Und all diese Last, die brauchst du nicht zu tragen. Wo du sagst, hätte ich nur das oder jenes gemacht, hätte ich das gemacht, hätte ich meinen Kindern das gemacht und so weiter. Ich sag dir, wirf diese Last ab. Jesus möchte dich befreien. Viele Leute in der Bibel haben auch Fehler gemacht. In der Bibel stehen nicht nur Leute drin, die perfekt waren. Außer Jesus war eh niemand perfekt. Ja, es stehen so viele Leute drin, die haben so viel Mist gebaut und die konnten auch ihre Last abwerfen und wurden dann auch zu große Werkzeuge. Und ich sage dir, Jesus ging für all deine Lasten, auch für die Krankheiten, da wollen wir gleich auch dafür beten, aber auch für all deine Lasten. Er ging ans Kreuz und hat einen Platz geschaffen, dass du dort deine Last loswirst. Nicht deine Kinder, nicht dein Mann, sondern deine Last. Tu all das, was dich bedrückt, dort abladen, weil du musst es nicht tragen. Du darfst ein glückliches Leben leben und Freude am Leben haben. Und das ist so wunderbar. Dieses Thema, die Last und die Lösung, die hatte ich unlängst an einem Sonntag als Predigtthema. Wenn dich da mehr interessiert, schau auf unserem YouTube-Kanal unter den Sonntagspredigten. Da kannst du viel, viel mehr darüber erfahren. Herr, ich danke dir dafür. Herr, danke, Herr, die Last, aber du bist die Lösung. Und ich danke dir dafür, schenk jedem Mut, dir die Last ans Kreuz hinzuwerfen. Werft all eure Last auf mich, sagst du. Und Herr, lass das auch diese Menschen, die jetzt zuschauen und sagen, ja, die Last möchte ich loswerden. Lass es geschehen in deinem Namen, Jesu. Amen. Amen. Gott weiß um deine Not. Auch das, was Menschen uns schreiben, Gott weiß es. Und per E-Mail erreichte uns folgende Bitte um Gebet. Und dafür wollen wir auch beten. Ich leide unter schwerer Fibromyalgie, Migräne und dauernder Erschöpfung, dazu Allergien gegen Milch, Eier und Fleisch und auch Wespenstiche. Ich bitte um Gebet. Danke. Und Jesus, du siehst diesen Körper, dass da alles durcheinander ist. Und ich danke dir, Jesus, dass du diesen Körper berührst. Ich danke dir, dass jede Funktion wieder in den göttlichen Zustand zurückkehren muss, so wie du sie geschaffen hast. Und ich danke dir, dass auch dieser Körper wieder normal reagiert, dass diese Allergien verschwinden und dass dieses Immunsystem wieder richtig funktioniert. Danke, Jesus. Auch die anderen Beschwerden mit Migräne und Erschöpfung und diese Fibromyalgie. Danke, Jesus, dass du auch das besiegt hast am Kreuz. Und ich danke dir, dass du das wegnimmst, dass es entmachtet ist, dass jede Krankheit entmachtet ist in diesem Körper. Und ich danke dir, Jesus, für vollkommene Wiederherstellung. Danke, Jesus. Amen. Amen. Und ein Gebetsanliegen für einen kleinen Jungen.
Wir bitten um Gebet für den kleinen Jungen, 3 Monate alt. Er hat ein größeres Loch im Herz und um Herstellung der Lungenklappe, eine neue Arterie für sein Herz und dass die Sauerstoffsättigung wieder in die göttliche Ordnung kommt. Wir, seine Eltern, bedanken uns für eure Gebete. Und Jesus, du siehst diesen kleinen Jungen und du hast ihn geschaffen und ich danke dir, dass du seinen Leib berührst und dass du dieses Loch im Herzen schließt, dass dieses Herz wieder vollkommen funktioniert und dass auch all die anderen Nebenwirkungen, die daraus entstehen für die Lunge und für die Arterien und alles, was damit in Leidenschaft gezogen ist, dass das wieder funktioniert. Danke, Jesus, für deine göttliche Schöpfungsordnung, dass sie in diesen kleinen Jungen einzieht und dass alles entmachtet und hinausgeworfen ist, was nicht von dir ist. Und ich danke dir, Jesus, dass dieses Herz wieder funktioniert, dass dieser Sauerstoff wieder reicht für diesen Körper, um zu leben. Und ich danke dir einfach für dein Eingreifen, Jesus. Danke und stärke auch die Eltern. Und ich danke dir, dass du ihnen wirklich Zuversicht und Hoffnung schenkst und neue Kraft. Danke, Jesus. Amen. Amen. Schreib uns dein Anliegen oder ruf an bis 13 Uhr heute am Telefon. Und eine Mutter bittet für ihre Tochter um Gebet. Sie schreibt, unsere Tochter hat schon seit vielen Wochen Knieschmerzen und war schon bei so vielen Ärzten und Physiotherapeuten, aber keiner kann helfen. Sie ist sehr verzweifelt. Sie würde so gerne in ihrem Beruf ohne Schmerzen arbeiten. Lieber Gott, hilf. Ja, wenn es keine Möglichkeiten mehr gibt, gibt es immer noch eine, und die ist bei unserem lebendigen Gott. Herr, ich danke dir dafür, dass wir auch, Herr, hier für diese Angelegenheit bitten dürfen. Herr, für diese Knieschmerzen, Herr, wo kein Arzt irgendwie ein Mittelchen oder eine Therapie oder sonst irgendwas hat. Ich danke dir dafür, Herr. Danke, Herr, durchflute jetzt gerade dieses Knie oder die Knie, Herr. Ich danke dir dafür. Danke, Herr, dass du der Herr bist, der das Wunder tut. Und ich danke dir dafür, dass du wieder den göttlichen Normalzustand der Schöpfung herstellst eines menschlichen Knies, Herr. Ich danke dir dafür, und dass dieses Knie wunderbar funktioniert und nicht mehr wehtut. Amen. Amen. Und eine Frau schreibt uns per E-Mail. Ich hatte 2010 eine Entfernung der Schilddrüse wegen vieler Knoten darin. Ein Stück der Schilddrüse wurde gelassen. Dort wächst jetzt seit längerem ein neuer Knoten. Eine zweite Schilddrüsen-OP ist aber risikovoller. Ich bitte um Gebet, dass der Knoten verschwindet. Danke sehr und Gottes Segen für euch. Ja. Wir glauben mit dieser Person, dass der Knoten verschwindet. Und diese Person hat Glauben, darum hat sie uns geschrieben. Und da wollen wir jetzt beten. Danke, Herr, dass wir dir diese Situation bringen dürfen. Und danke, Herr, dass du auch schenkst, Herr, dass dieser Knoten verschwindet in Jesu Namen. Dass er wir verschwindet, Herr, ist deine Sache. Aber dass er verschwindet, dass er weg ist, ich danke dir, Herr. Danke, Herr, dass wir diesem Knoten das Existenzrecht entziehen, Herr, in deinem Namen, Jesu. Und ich danke dir, dass wir Gesundheit ausrufen dürfen über diese Person. Danke, Herr. Amen. Amen. Und Gott erhört Gebet. Und das berichtet auch diese Frau wegen eines Arbeitsplatzes. Ich habe sie gebeten, mich im Gebet für die weitere Arbeit für meine Schwiegertochter zu unterstützen. Gott hat unsere Gebete gehört. Und ab 1.6.21 arbeitet sie weiter im selben Krankenhaus. Wie wunderbar. Und eine Frau aus der Schweiz berichtet uns von ihrer Heilung. Sie schreibt, ich möchte Gott die Ehre geben. Lange Zeit hatte ich Rückenprobleme. Gott heilte mich an der Gebetsnacht. Lob und Dank dafür. Und ein Zeugnis von den Heilungstagen. Hallo ihr Lieben, herzlichen Dank für eure Gebete. Gleich nach den Heilungstagen, nachdem für mich gebetet wurde, habe ich Befreiung deutlich empfangen. Ich kann sagen, über Nacht bin ich geheilt. Jetzt spüre ich eine Leichtigkeit, wenn ich an meine Vergangenheit denke.
die Verletzungen geheilt, die schwere Last ist weg. Halleluja, danke Jesus und danke euch. Das ist doch ein wunderbares Eingreifen Gottes. Und per WhatsApp schreibt uns jemand: Hallo ihr Lieben, vor längerer Zeit hatte ich um Heilung gebeten wegen Blasenentzündung. Seitdem hatte ich keine mehr. Gott ist so gut. Danke, Jesus. Ja, Gott ist gut. Und eine weitere Person schreibt: Liebe Geschwister, ich wollte euch mitteilen, dass der Fuß von meiner Mama wieder heil ist. Gott sei Ehre und euch vielen, vielen Dank. Wie schön. Ja, wie schön. So eine Vielfalt von Gebetserhörungen. Hast auch du eine erlebt? Lass es uns wissen. Wir wollen uns mit dir freuen und es anderen erzählen. Ja, heute mein Tipp. Welche Last trägst du noch, ist meine Frage. Schreib sie dir auf. Nicht, dass du dich immer daran erinnerst, sondern wenn du es aufgeschrieben hast, nimm dieses Blatt oder das Buch, nimm es und komm ans Kreuz und sag: Ich werfe es wirklich ans Kreuz. Wirf deine Last auf mich. Wie gesagt, die Sorgen wegen den Kindern oder wegen der Vergangenheit oder Dinge, die du nicht mehr ändern kannst, sag es wirklich Gott und wirf die Last ans Kreuz und sei befreit davon. Du weißt es da noch, aber es belastet dich nicht mehr. Wenn wir für dich beten sollen, dann schick uns dein Anliegen oder auch heute am Telefon bis 13 Uhr. Kennst du unser Magazin Freude am Leben? Sofern du es noch nicht hast, abonniere es noch heute. Es ist völlig kostenlos. Jetzt auch für Sie. Das Magazin Freude am Leben gibt es jeden Monat neu. Mit ermutigenden Artikeln für Ihren Alltag und aktuellen Infos aus dem Missionswerk. Und wenn Sie das Magazin zum ersten Mal bestellen, erhalten Sie das Buch Du bist wertvoll von Daniel Müller als Geschenk dazu. Gleich kostenlos bestellen. Wir verabschieden uns für heute und wünschen dir alles Gute und einen gesegneten Tag. Der Herr segne dich. Wusstest du, dass du mit deinen Sorgen und Problemen nicht allein bist? Schick uns dein Gebetsanliegen auf missionswerk.de. Dort findest du auch ermutigende Artikel und vieles mehr. Schau doch mal vorbei.